Springen wir in diesem Video nach Thüringen, wo am Samstagmittag der FC Carl Zeiss Jena Hertha BSC anlässlich der ersten DFB-Pokalrunde empfangen sollte. Bereits im Voraus der Partie rief die Berliner Hauptgruppe Harlekins den Dresscode alle in Weiß nach Jena aus. Dem folgten auch die knapp 2000 Hauptstädter, die mit sämtlichen Zugverbindungen ins Paradies reisten. Zuvor veranstaltete die heimische Szene rund um die Horda Azzurro noch einen Fanmarsch, der auch am Bahnhof Paradies vorbeizog. Zufälligerweise kamen zu genau dieser Zeit auch die Gäste aus Berlin an, wodurch es auch einen kurzen Sichtkontakt zwischen beiden Seiten gab. Dabei taten die Heimfans ihren Unmut über die Hertha kund. Nach Berlin, Berlin, wir scheißen auf Berlin Gesängen gab es noch einige laute Absteigerrufe in Richtung der Hertha-Fans zu hören. Angekommen im Stadion präsentierten sich beide lautstark und zeigten einige Transparente. Auch bei Hertha sind die Fans der Verein, Investoren werden es niemals sein, war auf einer Tapete im Heimbereich zu lesen. Die Berliner sprachen sich mit einem großen traditionelle Eintrittskarten erhalten Spruchband gegen den Verkauf von Print-at-Home-Tickets aus. Zudem war im Berliner Bereich eine neue kleine Zaunfahne mit der Aufschrift Freiheit für alle Ultras zu sehen. Dies bezog sich wohl auf die wenige Wochen zuvor festgenommenen Karlsruher Ultras. Nach Beginn der zweiten Hälfte zündete die Heimseite in einem kleinen Chaos-Intro blauen Rauch sowie einige Fackeln, was ein nettes Gesamtbild ergab. Als Unterstützung waren auf Seiten Jenas zahlreiche Mitglieder der Schickeria München zu Gast. Erwähnenswert ist zudem noch ein großer BSC-Graffiti-Outliner im oberen Bereich des Gästeblocks. Dieser entstand wohl während des Spiels von einigen kreativen Berlinern. Nachdem die Hertha einen ausgelassenen 0:5 Sieg über 90 Minuten feiern konnte, ging es weit nach Spielende noch einmal heiß her. Über die Tribüne gelangten mehrere Ultras der Heimseite an eine Fahnenstange einer kleineren Herthaner Sektion. Nachdem die Jena-Fans auch an die Fahnentasche wollten, unterband jedoch die Polizei dies und schritt ein. Zudem gab es zahlreiche Pöbeleinlagen seitens der Zeisser in Richtung Gästeblock, worauf sich dort am unteren Zaunbereich ein Tor öffnete. Trotz zahlreicher Ordner durchbrachen einige motivierte Berliner die Kette und gelangten daraufhin in den Innenraum. Im Zuge der Tumulte wurden von den Gästen auch einige Böller und Fackeln gezündet, die in Richtung Jena flogen. Nach einigen Momenten zogen sich die Berliner jedoch wieder in ihren Block zurück und konnten das Stadion ohne Einwirken der Staatsmacht verlassen. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.